Shabbat Shalom, liebe Zuhörer, willkommen auf Kanal. Heute geht es in 3. Mose 23, Vers 10 bis 16. Ich lese direkt vor. Sage den Kindern Israels und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und eine Ernte einheimseht, so sollt ihr die Erstlingsgabe von euren Ernte zum Priester bringen. Der soll die Gabe weben vor dem Herrn, zu euren Begnadigung. Am Tage nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Ihr sollt aber an den Tage, wenn eure Gabe gewebt wird, dem Herrn ein Brandopfer zurichten von einem tadellosen einjährigen Lamm. Dazu ein Speiseopfer, 2/10 Semmelmehl mit Öl gemengt. Ein Feueropfer dem Herrn zum lieblichen Geruch. Samt seinem Trankopfer, 1/4 Hinwein. Ihr sollt aber weder Brot noch gerösteten Korn noch zerriebene Körner essen, bis zu dem Tag, da ihr euren Gott diese Gabe darbringt. Das ist eine ewig gültige Ordnung für all eure Geschlechter. Danach sollt ihr vom Tage nach dem Sabbat, von dem Tage, da ihr den Webegabe darbringt, 7 volle Wochen abzählen bis zum Tag, der auf den 7. Sabbat folgt. Nämlich 50 Tage sollt ihr zählen. Und alsdann dem Herrn ein neues Speiseopfer darbringen. Das war's im Video. Shabbat Shalom.